Mal zurück und hier sehen wir eine Zusammenstellung von Fotos, die übereinander gelegt wurden. Und zwar wurde das gemacht in Brisbane in Australien. Ja, das sieht man ganz deutlich am frühen Morgen, wie der Mond dort untergeht. Links davon ist der Mars übrigens. Der Mond wird auch hier ganz deutlich zu sehen kleiner, weil er nicht untergeht, sondern von uns verschwindet. Wenn wir auf einer Kugel stehen würden, die sich 3.000-4.000 Kilometer wegdreht von einem Mond, der 380.000 Kilometer entfernt sein soll, dann dürfte der Mond auf gar keinen Fall kleiner werden. Das ist schon mal die erste Widerlegung des Globus-Schwachsinns. Verfärbung am Mond ist auf die Edelgase zurückzuschließen, die sich in der Luft befinden und auf das schwächer werdende elektromagnetische Feld der verschwindenden Sonne reagieren. Ein Blutmond geht auch daher ohne Mondfinsternis, aber nur dann, wenn Vollmond ist, also wenn der Mond der Sonne direkt gegenübersteht. Dazu verweisen. Regierungstreue, verlogene Globus-Gurus behaupten, es handelt sich hier um einen Erdschatten am Mond. Der sogenannte Erdschatten wandert aber komischerweise von links nach rechts ab. Im Globus-Modell müsste der Erdschatten von unten nach oben am Mond verlaufen, wenn der Mond eine Kugel wäre, wenn die Sonne eine Kugel wäre, wenn die Erde eine Kugel wäre, was alles unbewiesen ist, völliger Firlefanz. Also hier muss man nur selbstständig denken, selbst schauen und man sieht, es handelt sich nicht um einen Erdschatten, der hätte anders verlaufen müssen. Aber das war schon die dritte Mondfinsternis, die ich hier in meinen Videos präsentiere. Und da ist jedes Mal der Verlauf vom Erdschatten anders, als man es in der primitiven Heliozentrik erwarten würde. Ich hatte mehrere solcher Sync-Shots schon in meinen Videos gezeigt. Michelle aus Paraguay hat mir dieses Foto oben zugeschickt. Dafür danke ich ihr recht herzlich. Der sogenannte Erdschatten wandert aber komischerweise von links nach rechts ab. Im Globus-Modell müsste der Erdschatten von unten nach oben am Mond verlaufen, wenn der Mond eine Kugel wäre. Im Globus-Modell müsste der Erdschatten von unten nach oben am Mond verlaufen. Von unten nach oben.